Diese Geschichte spielt in Köngen, einem äußerst kulinarischen Örtchen am Neckar. Gleich mehrere Restaurants haben hier hochkarätige Auszeichnungen erhalten. Und eines hat es in die Schlagzeilen geschafft. Das Sterne-Restaurant, die alte Vogtei mitten im Zentrum. Sie treibt hier einige um und viele Journalisten interessieren sich plötzlich für diese Küche. Denn die alte Vogtei wurde ausgezeichnet mit einem Stern. Und das, obwohl sie schon seit einem halben Jahr zu ist. Wir versuchen, Kontakt aufzunehmen zu dem Koch, der das Restaurant offenbar noch betreibt. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach. Über Facebook schaffen wir es dann. Und er erklärt uns: Kochen ist meine Leidenschaft, aber durch ein baubiologisches Gutachten mit dem Schimmelbefall Stufe 3 wurde die alte Vogtei geschlossen. Der Koch von Köngen habe sich in die Schweiz abgesetzt, munkelt man. Aber was ist jetzt wahr und was nicht? Einer seiner Mitarbeiter arbeitet inzwischen hier, Alexander Huber. Er hatte mit seinem Chef zuletzt vor Gericht zu tun, weil der ihm noch seinen Lohn schuldete. Auf die Frage, ob die alte Vogtei wegen Schimmel schließen musste, meint er nur: Das höre ich zum ersten Mal, dass er deswegen schließen musste. Echt? Ja. Ach, was ist Ihre Version? Dass ihn einfach keiner mehr beliefert hat und er keine Leute mehr hatte, die mit ihm gearbeitet haben. So einigen schuldet der Koch mit dem neuen Stern noch Geld. Gastronomin Nicole Dumont hat auch ihre Erfahrungen gemacht. Eigentlich hatten sie sich beim Schwanen so sehr gefreut über die Eröffnung der alten Vogtei vor anderthalb Jahren. Denn auch sie und ihr Mann gehen gerne gut essen. Ein Sterne-Restaurant in der Nachbarschaft und der neue Nachbar kam gleich mit seiner Frau vorbei. Sie haben sich bei uns vorgestellt als neue Pächter von der Vogtei, als neue Kollegen und sie möchten sich vorstellen. Und dann haben Sie hier gegessen? Genau. Und dann haben Sie mit Karte bezahlt und die war nicht gedeckt? Und die war nicht gedeckt, leider, ja. Sogar bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart ist der Koch aus Köngen bekannt. Sie hat ihn zwar noch nicht erreicht, aber im Fachjargon klingen die Vorwürfe so. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden ehemaligen Betreiber einer Gaststätte in Köngen Anklage wegen Betruges erhoben. Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, im Jahr 2017 für den Betrieb der Gaststätte Waren erworben zu haben, obwohl sie von Anfang an vorhatten, diese nicht zu bezahlen. Übrigens, den Stern bei der Preisverleihung in Berlin hat sich der Restaurantbetreiber noch abgeholt. Michelin in Erklärungsnot. Wir fragen nach. Die Michelin-Inspektoren haben das Restaurant für den Guide 2019 mehrfach getestet, zuletzt im Frühjahr 2018. Wenn das Restaurant schließt, erlischt der Michelin-Stern. Wir haben die alte Vogtei bereits von unseren digitalen Kanälen gelöscht. Die alte Vogtei und ihr Koch. Ein echter Krimi aus Köngen.